Liebe Freunde, willkommen zurück bei Isaac. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Seien wir mal ganz ehrlich, der letzte Run, der war Mist. Ganz großer Mist. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum klickt er denn einfach auf Continue? Woher weiß er denn, was wir hier spielen? Ich hatte ein paar technische Probleme und ich musste diese Challenge unterbrechen. Aber wie ihr seht, wir sind immer noch auf der ersten Ebene. Wir haben überhaupt nichts geschafft. Ich bin nur im ersten Raum stehen geblieben. Es hat ein bisschen geruckelt. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Diese Challenge heißt Solarsystem. Und ich glaube, es ist einigermaßen ersichtlich, warum diese Challenge Solarsystem heißt. Wir werden umkreist, also unser Kopf ist irgendwie schwarz, ich weiß nicht genau warum. Aber wir können fliegen. Wir werden umkreist von zwei... Oh, ich dachte gerade, die Fliegen machen auch gegen die Fässer Schaden. Wir werden umkreist von zwei neutralen Fliegen. Von einer mittleren Distanzfliege und einer weiten Distanzangriffsfliege. Und wir können nicht feuern. Ne? Das sieht man. Uns wurden die Augen zugebunden. Wir können nicht feuern. Ja, den Kompass nehme ich gerne mit. Und die Herausforderung besteht jetzt natürlich darin, ohne Tränen diesen Mangel sozusagen wettzumachen mit unseren Angriffsfliegen. Ja, und das geht auch schon mal ganz gut los. Ach, und wir können irgendwie auch noch... Wir haben anscheinend irgendwie... Was haben wir denn da? Ach, wir sind Lord of the Flies, deswegen ist unser Kopf so schwarz. Das heißt, Fliegen, die Gegner spawnen, werden automatisch zu Angriffsfliegen. Ja, genau, das ist es. Wir sind Lord of the Flies. Gut. Damit hätten wir die erste Ebene schon mal überlebt. Und so wie es aussieht, müssen wir bis Moms Herz vorrücken. Ja, also nochmal zur Erklärung. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe diese Challenge nicht vorgespielt oder so. Also was heißt, naja, ich habe natürlich auf meinem anderen Profil gespielt, aber ich habe sie nicht hier fürs Video oder so vorgespielt. Ich musste einfach nur die Aufnahme kurz unterbrechen, weil die Technik irgendwie kurz nicht mitgespielt hat. Jetzt läuft es wieder einigermaßen flüssig. Also so flüssig, dass mein Rechner auch hinkriegt. Genau. So, dann werden wir mal gucken. Ich sag das jedes Video, aber ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an diese Challenge erinnern, als ich die das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, ganz clever ist es einfach hier über den Felsen stehen zu bleiben und dann so ein bisschen darauf zu warten, dass die Angriffsfliegen dann den Rest erledigen. Das ist, glaube ich, so die beste Strategie, die wir fahren können. Wir haben kein Geld. Aber beim Miniboss möchte ich doch mal reingucken. Der Kollege. Kollege. Die rote Fliege macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Ganz klar, die ist ja auch näher dran an uns. Da müssen wir näher an den Gegner ran. In den Raum da oben können wir nicht rein. Nichtsdestotrotz können wir mal nach dem Geheimraum suchen. Wir haben ja genug Bomben. Da war er nicht. Ja, wir können nicht weinen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir keine Kackihäufchen erledigen können. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir nicht auf andere Art und Weise unseren Schaden verteilen. Da ist der Geheimraum. Gibt uns ein paar Bomben zurück. Eine, die wir für die Suche verschwendet haben. Und eine, die wir so eingesetzt haben. Das Ding ist natürlich, wenn wir irgendwie ein Item finden, was Tränen abfeuert oder was irgendwie... Also zum Beispiel ein kleiner Begleiter. Der schießt ja auch nur, wenn wir gerade feuern. So.
Das bedeutet also, da müssen wir da tatsächlich auch, dann da müssen wir auch tatsächlich feuern mit unserer Taste. Also jetzt im Moment drücke ich überhaupt keine Taste. Da war er weg. Und angenommen, wir finden jetzt hier Little Brimstone oder sowas. Bäh. Ne. Hallo? Obwohl, da wir sowieso keine Items aufnehmen können oder so, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, wir kriegen sowieso nichts. Naja, höchstens durch die Bosse, aber die Frage ist halt, traue ich mir das zu, die Level zu überspringen, sodass wir am Ende ein bisschen schneller sind? Mit wenig Lebensenergie? Nee, komm. Komm. Das wäre ein bisschen Verarsche an euch. Am Zuschauer. An dir. Der du da sitzt und sagst, oh Gott, was redet der da bloß für einen Mist? Danke. Tears up. Ja, wunderbar. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wenn ich nicht weinen kann, dann möchte ich unbedingt noch mehr weinen. Ja, hallo? Ups. Das ist die ultimative. Ja, das bringt jetzt auch überhaupt nichts. Das ist die ultimative Herausforderung für jeden, der immer gesagt hat: Oh ja, hier, Isaac ist. Ist überhaupt, da brauchen wir überhaupt keine Erfahrung, gar kein Skill, gar keine. Da braucht man nur Glück. Ja, das hier ist der krasse Gegenbeweis dagegen. Dafür. Was auch immer. Viel Geld, das ist schön. Ich werde hier mal ein paar Pilze in die Luft jagen. Obwohl, was will ich eigentlich daraus, außer Pillen? Ich meine, die Items, die wir da rauskriegen könnten, also Magic Mushroom oder Mini Mush, die würden uns sowieso nicht bringen. Ja, das ist jetzt natürlich hier. Uah. Schwierig. Da kann man echt nur hoffen, dass die Feuer von unseren umkreisenden Fliegen abgewehrt werden. So, da ist der. Oh, da kann ich ja gar nicht rein. Hehe, ich bin ja auch blöde. Ich komme gar nicht ran. Ja, okay. Hä? Hä? So, gut. Ich wollte in den Geheimraum. Ich habe nicht umsonst diese Pille aufgenommen. So, und jetzt habe ich tatsächlich auch genug Energie. Was heißt Energie? Ich habe genug Geld, um mir was Hübsches aus dem Shop wieder zu kaufen. Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also wenn ich jetzt tatsächlich die Schaufel genommen hätte, nur um dann. Ach, guck mal, die. Kann ich mir gar nicht leisten, aber die hätte ich gerne. Die rote. Die rote Flamme. Jetzt habe ich mir Humbling Bundle stattdessen gekauft. Ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen Geld bekomme. Ey! Ach komm schon, gib mir noch ein bisschen Geld. Bitte, bitte, bitte! Ich hab's nicht so gemeint. Ich wollte nicht unbedacht Humbling Bundle kaufen. Ha. Oh, vielen Dank. Da geht's auch noch weiter. Das war riskant, aber machbar. Ja, sehr gut. Zweiter Geheimraum. Gibt mir Lebensenergie. Ich glaube, das Geheimnis dieses Runs ist wirklich Lebensenergie zu haben. Denn. Oder natürlich, man kann auch Glück haben und hier irgendwie so eine
Mega-Item-Kombinationen. Einfach aus pure... durch pures Glück bekommen, aber... Ich glaube wirklich, dass der wahre Vorteil, den man sich erarbeiten kann, darin liegt, dass man viel Lebensenergie hat. War hier nicht noch irgendwo eine Tür? Ich dachte, hier wäre noch irgendwo was mit Schlüssel gewesen, aber hab mich wohl geirrt. Hauen wir mal rein in die nächste Ebene. Ach Gott, so viele Symbole. So, und jetzt ist es halt... Ich habe eine Kerze. Ich muss die einsetzen. Nicht vergessen. Besonders bei solchen Gegnern hier ist das besonders wichtig. Klar, die rote Fliege macht auch eine Menge Schaden, aber... Es ist halt wirklich gut, irgendwas zu haben, um die Gegner auf Distanz zu halten. Und noch besser ist es... Sehr gut. Wenn die Gegner von alleine in eine Flamme reinspringen. Tja, was soll ich da sagen? Na? Ja, komm. Da, so, fertig. Shop. Shop. Ja, bei solchen Gegnern ist natürlich auch kein Problem hier. Die schießen einmal in eine Richtung und dann... Oh, 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 oh! Nicht. Ja, das hätte ich auch gerne. Wenn ich noch genug Geld zusammenkriege, dann hätte ich das gerne. Den goldenen Schlüssel. Blub, blub. Ja, und da wir fliegen können, spielt hier das Creep auch keine Rolle. The Dark One... Perfekt. Das war eine super Flammenangriff. Ja, flieg nochmal rein. Bitte, 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 flieg nochmal rein. Flieg nochmal rein. Upsala. Hat's uns jetzt irgendwie erwischt. Na. Da ist es. Lebensenergie lasse ich erstmal liegen. Guardian Angel. Großartig. Damit bewegen sich die Orbitals noch viel schneller um uns herum. Das heißt, die bieten mehr Schutz. Ich glaube, das ist das Beste, was wir aus dem Engelraum hätten rauskriegen können. Wenn ich da jetzt ein Sacred Heart oder sowas rausgekriegt hätte, dann hätte ich mich riesig geärgert. So, in den Curse Room möchte ich gerne auch... Ja, perfekt. Geld. Immer her damit. Achso. Ich wusste gerade nicht, wie ich da rauskommen sollte. Na, das habe ich doch super gelöst. Ah, und wie habe ich das gelöst? Auch super. Noch mehr Lebensenergie. Ach, shit. Hätte ich jetzt natürlich gerne... Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Jetzt hätte ich das... Ding einfach liegen lassen sollen. Das Eternal Heart. Jetzt habe ich es halt mitgenommen. Was soll's? Egal. Egal. So, Geld? Nein. Hier ist er. Wow, und mir auch nichts. Aber Geheimraum. Wo könnte denn der Geheimraum sein? Hier vielleicht? Ja, bitte Geld. Ach, Mist. Du vielleicht Geld? Nein? Wo kriege ich denn jetzt noch Geld her?
Höchstens aus den Feuern, aber ich will die auch nicht alle in die Luft sprengen. Der vielleicht? Nee, hat er auch nicht. Schade, dann muss ich meine Träume nach dem goldenen Schlüssel wohl begraben. So, da ist nix. Das mache ich aber auf. I can see forever. Forever, ever, forever, ever. Das hat sich doch gelohnt. Mit der Lebensenergie sieht es ein bisschen mau aus im Moment. Aber spielt ja eh keine Rolle. Also nicht so eine richtige. Da lang. Wen haben wir denn hier? Ach du Schande. Ach, auch das noch. Die Left Hand ist, glaube ich, besser als dieses andere Ding. Das würde einfach nur dafür sorgen, dass wir... Also diese komische Knubbel, den wir vorhin aufgesammelt haben, der würde einfach nur dafür sorgen, dass wir keinen Schaden kriegen, wenn wir über Stacheln drüber laufen. Das ja, ist natürlich Quatsch, wenn man schon fliegen kann. Muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob man... Oh, Gimpy hat mich gerade ausgezahlt. Das ist nett. Bad Gas. Dann kann man sowas machen. Himmel Timises, oh Gott. Schwieriger Raum, schwieriger Raum, wir kriegen das hin. Schwieriger Raum, wir kriegen das hin. Sehr gut. So, was haben wir denn diesmal? Ja, das nehme ich gerne. Das nehme ich auch gerne. Was haben wir denn hier unten? Die Nummer 1. Würde den ganzen... würde den ganzen Run neu würfeln. Und würde uns im Prinzip dazu verleiten, dazu bringen, dass wir Tränen abfeuern können. Wäre ja... Ach, jetzt hat er mich da rausge... Oh, jetzt ein Shit. Ah, diese blöde hier mal die Mieses-Pille. Ach komm. Scheiße auf den Challenge Run, ne? Ich kann immer noch nicht weinen. Ups. Was? Ich bin immer noch Lord of the Flies, aber... Wie mache ich denn jetzt Schaden? Scheiße. Was habe ich gemacht? Scheiße. Das war jetzt... Nicht so clever, ne? Ah, ich hab aber... Ah, ich hab... Taurus. Und ich habe auch die rote Kerze weggegeben. Ich hab Taurus. Das ist ja interessant. Das heißt, solange ich mich bewege und nicht getroffen werde, habe ich eventuell die Chance, irgendwann den Unverwundbarkeitsmodus einzuschalten. Da ist er ja. Einfach ein Pilz, Hermatemesis, nein, I can see forever, wollte ich gar nicht nehmen. Shit. Range up.
Ansonsten muss die... Oh Mann, das war jetzt die beschissenste Idee, die ich jemals gehabt habe. Ich bin gerade voll angenervt. Na toll. Komm hier, Leech. Rein mit dir. Ja, perfekt. Das kann eine Weile dauern. Kann ich ja höchstens mit Bomben... Oh, ich hab Tränenbomben. Nice. 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 Ich hab Tränenbomben und irgendeine abgefahrene Kombination mit, nice. Das heißt, ich möchte irgendwas haben, was mir mehr Bomben gibt. Ja, der Lackfoot ist gut. Ja, der Lackfoot ist gut. Ja, damit kann man arbeiten. Ja, damit kann man doch arbeiten. Mensch. Und Buttbombs auch noch. Ja, ist doch wunderbar. Schon die Synergie. Und auf einmal wendet sich das Blatt hier wieder. Shit. Natürlich muss ich dadurch irgendwie eine ganze Menge Bomben verbrauchen, die ich eigentlich gar nicht habe. Die Bibel ist gut. Damit erwehren wir uns auf jeden Fall erstmal gegen Mami. Blöd. Mist. Ja, das ist gut. Ja, okay. Sehr gut. Ich brauche eine ganze Menge Bomben. Wenn ich das durchziehen will, muss ich auf jeden Fall Bomben kriegen. Ich kann natürlich auch einfach hier stehen bleiben und meinen Blutegel das machen lassen. Egel, gehst du rein? Oder ich mach's so. Gut, hatten wir das erledigt? Kein Deer of the Devil? So, werden wir mal sehen. Achso, der Kompass funktioniert jetzt auch nicht mehr. Das ist ja alles doof. Also, solange ich nicht unbedingt Bomben benutzen muss, lasse ich das mein Blutegel machen und warte darauf, dass der Taurus aktiviert wird. Ja, zum Beispiel hier kann ich einfach hier stehen bleiben. Irgendjemand wird schon angegriffen werden. Ah, la la, und dann geht's los. Dum 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 dum. Das ist eine lustige Musik. Warum habe ich eigentlich keinen Deer of the Devil gekriegt? Ich habe doch... Hatte ich nicht den... Achso, den habe ich neu gewürfelt, ne? Ich habe mich gerade gefragt, ob ich nicht den...
den Kopf des den Goathead hatte. Aber den habe ich ja aufgenommen, bevor ich das Ding neu gewürfelt habe, diesen Run. Okay, er muss ihn aber benutzen. Okay, wir haben auch irgendwie so eine Art. Achso, nee, das sind die. Das ist der Juicy Sack, der die Spinnen produziert, aber auch nur, wenn wir mit den Tränen Gegner erledigen. Ja, gut, das wird noch interessant. Ich habe es mir jetzt unnötig schwer gemacht. Ich hätte einfach bei dem Run bleiben sollen. Ich wusste aber nicht, dass wir trotzdem nicht... Oh, der Wafer. Nice. Dass wir trotzdem nicht weinen können. Auch nachdem wir den ganzen Run neu gewürfelt haben. Jetzt bin ich schlauer. Jetzt werde ich dann bei den nächsten wissen. Yikes. Bei den nächsten Runs, wo man auch nicht weinen darf, bin ich dann schlauer. Was würde ich für ein Speed-Upgrade geben? Na endlich. Toll, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Na los, mein Blutegel. Geh ran. Jetzt bin ich da in den Gegner reingelaufen. Das ist ja so schlecht. Na. Bin aber auch derbe langsam. Und ich habe noch keine einzige Bombe extra bekommen hier. Ach, vielleicht sollte ich auch mal die blöde linke Hand loswerden. Damit ich nicht die ganze Zeit rote Kisten kriege. Meine Gappi nützt mir ja sowieso nicht. Wow! Also, die Tränen sind auf jeden Fall mal potent. Das ist... Das steht außer Frage. Ja! 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 Ah, sehr gut. Puh, wenigstens etwas, was wir noch benutzen können, um... im direkten Nahkampf Schaden zu machen. Cube of Meat. Perfekt! Nachdem wir unsere ganze Angriffsmasse verloren haben in Form der Fliegen. Der IV-Bag nützt mir natürlich überhaupt nicht. Aber was mir nützt, ist hier zu spielen, denn hier kann man potenziell eine ganze Menge Bomben abkassieren. Oh nein! Ach du blödes Arschloch, warum hast du dir denn selbst eine aktive Bombe hingelegt? Oh, nee. Scheiße. Oh nein! Das gibt's doch gar nicht! So ein Dreckspiel. Hey! 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 Könnt ihr mal bitte rangehen? Das gibt's da nicht.
Na, endlich geht's hier mal weiter. Und Bomben. Ich glaube, wir sind ganz gut bedient, wenn wir hier Eves Birdfoot mitnehmen. Dann kriegt man manchmal noch einen Orbiter mit dazu. Eigentlich müsste ich auch die ganze Zeit feuern, denn wir haben ja zwei Compadres, die hier noch mit für mehr Schaden sorgen. Und so produzieren wir, glaube ich, auch Spinnen. Ah, ich bin noch die ganze Zeit bescheuert. Wir müssen hier feuern. Wir müssen wirklich feuern, damit wir Spinnen produzieren. Sonst hat das hier alles keinen Sinn. Was haben wir hier? Mehr Bomben, perfekt. Was gibst du uns? Geld und ein bisschen Lebensenergie. Damit kann ich leben. Das könnte eine Weile dauern. Wenn die nicht rankommen hier. Jetzt. Wie viele sind denn das? Gibt's doch gar nicht. Okay. Das war sehr gut. Solche Räume gibt es natürlich auch manchmal, wo immer nur ein paar Fliegen drin herumhocken. Und wenn wir die dann für uns vereinnahmen können? Dann ist das natürlich super gut. Super gut. Wow. Das war gar nicht so schlecht. Ach, wir haben ja auch noch das Orbital. Also wir haben eine ganze Menge an Möglichkeiten, um hier Schaden zu machen. Ich muss es bloß ordentlich einsetzen. Das ist natürlich wieder so ein Raum. Oh, nee. Da muss man irgendwie Glück haben. Ja, damit die Gegner an der richtigen Stelle aufploppen. So, Mami. Du bist auch erstmal Geschichte. Ach, und das war's schon. Ich dachte, wir müssen noch tiefer. Ja, dann haben wir die Perforal Rune freigeschaltet. Die wird uns am Ende vielleicht irgendwie nochmal nützlich werden. Damit war es das auch schon wieder für das Solarsystem. Ich weiß nicht, warum ich am Ende hier ein Texaner geworden bin. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin, schön, dass ihr dabei wart. Und bitte keine Hassmails, dass ich hier diesen Run eventuell ein bisschen abgefuckter gemacht habe, als er eher schon war. Musste ich einfach mal ausprobieren. Bis dahin, wir sehen uns. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss!